Hallo, herzlich willkommen zu Sallys Welt. Heute gibt es ein ganz besonderes Rezept und ein ganz besonderes Video. Wie ihr wisst, arbeite ich ja schon seit vielen, vielen Jahren mit der Kenwood Cooking Chef. Schon in meiner alten Wohnung habe ich sie gerne verwendet. Und für mich ist die Kenwood Cooking Chef wirklich eine sehr praktische und funktionale Maschine. Ich muss allerdings aber auch dazu sagen, Silber ist jetzt nicht unbedingt so meine Farbe. Und wir haben uns ja mal vor 2 Jahren, das war im September 2019, den Spaß erlaubt und haben die Maschine abgeklebt. Ich habe sie dann dem Autolackierer gegeben und er hat sie für mich schwarz-matt lackiert. Also so wie hier die Tasse oder auch unsere Töpfe. Schwarz-matt ist ja schon sehr im Trend und gefällt mir sehr gut. Ist eine richtig tolle Farbe. Deswegen bin ich heute auch schwarz gekleidet, denn ich habe heute eine Ankündigung. Es war nämlich dann auch so, dass wir die Maschine wirklich dann schwarz-matt haben lackieren lassen. Und ich habe sie dann auch ein paar Mal benutzt im Video, war eigentlich eher aus Versehen, denn ich durfte sie nicht benutzen. Wir haben dann von Kenwood die Geschäftsführer hierher eingeladen aus UK und aus Italien und die haben sich alle die Maschine angeschaut. Natürlich habe ich erstmal einen auf den Deckel gekriegt, weil es hieß, Sally, wir können das doch nicht machen und du kannst es doch nicht zeigen, die gibt es doch gar nicht. Und nach ein bisschen Bitteln und Betteln war es dann wirklich so, dass sie gesagt haben, okay, wir machen es für dich. Und haben jetzt extra für mich die Kenwood Cooking Chef Connect in matt schwarz hergestellt. Aber sie haben gesagt, es gibt eine Bedingung, es war ja sozusagen deine Idee und es ist auf deinem Mist gewachsen. Also gibt es die Maschine auch nur bei euch. Das heißt, wir sind jetzt exklusiver Händler für die neue schwarze Kenwood. Die gibt es bei uns mit unserem Partner zusammen, mit dem Daniel Ramershofen. Den habt ihr auch schon in einigen Videos gesehen. Und Daniel ist auch seit vielen, vielen Jahren unser treuer Partner. Mit ihm zusammen sind wir auch schon Händler des Jahres geworden. Und deswegen bin ich da echt ganz stolz und kann heute verkünden, dass es ab sofort schon die schwarze Kenwood Cooking Chef gibt. Und ich habe mir gedacht, zu diesem besonderen Anlass werden wir ein besonderes Rezept zubereiten. Und dazu fiel mir ein, wir machen einen Black Velvet Cake. Wie gesagt, mache ich heute einen Black Velvet Cake. Der ist natürlich inspiriert vom Red Velvet Cake, aber ich mache den von der Konsistenz her so, dass er auch ein bisschen an die Sachertorte erinnert. Lecker wird's allemal. Ich zeige euch mal die Zutaten. Dafür nehme ich 100 Gramm Oreos, 170 Gramm weiche Butter, 100 Gramm Puderzucker, etwas Vanilleextrakt, 7 Eigelb, 170 Gramm Zartbitterschokolade, 7 Eiweiß, eine Prise Salz, 120 Gramm Zucker, 150 Gramm Mehl, 30 Gramm Kakao, 25 Gramm Milch und schwarze Lebensmittelfarbpaste. Das erste, was ich gemacht habe, ist, den Ofen vorzuheizen auf 160 Grad Ober-Unterhitze. Heute mal ein bisschen weniger Temperatur. Und dann nehme ich jetzt hier die Oreo-Kekse, die könnt ihr nämlich einfach auseinanderdrehen. In der Werbung ist immer einfacher. Dann die Creme rausnehmen. Und die Kekse dann zerkleinern. Und die Creme kann ich später auch für die Tortencreme benutzen. Ich zerkleine die hier jetzt einfach kurz in der Gewürzmühle. Schön fein. Ihr könnt sie aber auch in einen Gefrierbeutel stecken und mit einem Ausrollstab drüber rollen. Ihr könnt sie auch fein hacken. Ihr könnt auch einen Mörser benutzen. Also da gibt es viele Möglichkeiten. Jetzt sind die Kekse gut zerkleinert und ich habe auch die Creme entfernt, damit sie sich wirklich zu feinem Pulver zermahlen lassen. Mit der Creme klappt das nämlich nicht ganz so gut, weil die Creme einfach zu feucht ist. Aber wie gesagt, die benutze ich gleich mit. Jetzt könnt ihr hier nämlich die weiche Butter in die Rührschüssel geben. Da kommt jetzt noch die Creme mit dazu, die passt jetzt gut, weil es auch einfach nur eine Fett-Zucker-Creme ist. Im Prinzip ist die Oreo-Creme auch wirklich nur Fett und Zucker. Deswegen schmeckt sie so gut. Und alle zu Hause so, oh! Aber ja, es ist tatsächlich diese Masse einfach nur. Hier jetzt Puderzucker rein und etwas Vanilleextrakt. Und dann könnt ihr die
Butter-Zuckermischung in etwa 3 bis 4 Minuten schön cremig verrühren. Jetzt ist die Zuckermasse schön schaumig und ich gebe die Eigelbe dazu. Immer schön ein Eigelb nach dem anderen. Und die Schokolade habe ich kurz in der Mikrowelle stehen, damit sie schmilzt. Ihr könnt sie aber auch über dem warmen Wasserbad schmelzen. Wenn ich Schokolade oder Kuvertüre mit einbacken möchte, dann schmelze ich sie meist in der Mikrowelle. Da kann man sich zum einen Zeit und Arbeit sparen, denn ich schmelze sie einfach nur so lange, bis die unteren geschmolzen sind. Nehme sie dann heraus. Ihr habt es ja gerade gesehen, die oberen waren noch relativ fest. Aber dadurch, dass die fest sind, schmelzen die in der übrigen Schokolade und dann hat man sie direkt auf Temperatur gebracht. Da das Ganze aber nicht so ganz exakt ist und man eben nicht ganz die Temperatur bestimmen kann, temperiere ich sie nur so nicht. Aber Profis können das schon machen. Also falls ihr Schokoladenexperte seid, könnt ihr wirklich auch mit Hilfe der Mikrowelle Schokolade temperieren. Also habe ich auch schon gemacht, aber zum Nachmachen ist natürlich Wasserbad immer einfacher. Oder mit der Kenwood, da habt ihr nämlich eine exakte Temperatureinstellung. So, die ist jetzt schön geschmolzen, die Butter-Zuckermasse ist auch perfekt. Und die Schokolade darf jetzt auch gar nicht zu heiß sein, denn da ist ja schon ein Eigelb drin. Ich möchte ja kein Rührei. Und jetzt kann ich hier die Schokolade ganz langsam dazu fließen lassen. Diese Masse nehme ich jetzt hier kurz raus. Kleiner Schüsselwechsel. Jetzt wird nämlich noch das Eiweiß steif geschlagen. Das kommt jetzt in eine saubere, fettfreie Schüssel. Mit etwas Salz. Und dann könnt ihr hier jetzt langsam den Zucker dazugeben und die Masse nicht ganz steif schlagen, sondern eher so ein bisschen schlotzig. Ich mag das Wort gar nicht, aber zu dieser Konsistenz gleich passt es ganz gut. Jetzt habe ich hier also die Schokoladenmasse. Hier die schlotzige Eiweißmasse. Ich zeige euch mal, wie das aussieht. Hier so, also nicht ganz steif geschlagen, sondern wirklich so ein bisschen schlotzig. Und hier habe ich Kakao und Mehl und kann jetzt einfach im Wechsel die Kakaomasse, das Eiweiß, die Oreo-Kekse und die Milch und die schwarze Farbpaste, denn es soll ja ein Black Velvet Cake, nacheinander vorsichtig unterheben. Es gibt zwar ein Rührelement, damit geht es wunderbar, aber ich zeige es euch natürlich so, wie ihr es jetzt zu Hause vielleicht auch ohne Maschine nachmachen würdet. Bisschen Mehl, kurz unterheben, dann auf jeden Fall direkt eine flüssigere Masse, also Eiweiß oder die Milch und dann nach und nach unterheben. Schöne luftige Masse soll es ergeben. Was ihr hier vielleicht machen könnt, damit ihr nicht so lange die Masse rühren müsst, einfach die Farbe schon mal in der Milch auflösen. Dann könnt ihr da nämlich stärker rühren und diese Masse hier soll ja nicht überrührt werden. Da wird es wirklich alles nur untergehoben.
Butter und die Oreo-Brösel nicht vergessen. Und dann könnt ihr den Teig direkt einfüllen. Ich habe jetzt meine Backform auf 24 cm Durchmesser eingestellt. Wundert euch jetzt nicht über die Farbe, das sieht jetzt so ein bisschen dunkelbraun-schwarz aus. Ganz schwarz solltet ihr es auch gar nicht färben, denn die Farben, die ich benutze, die dunkeln ja noch nach. Und durchs Backen werden sie auch noch schwarzer. Also deswegen nicht versuchen, direkt die volle Farbe, Farbintensität reinzubringen. Da kommt man echt mit sehr, sehr wenig aus. Kommt der Kuchen in den Backofen. Ich habe jetzt den Kuchen nach dem Backen rausgeholt, hatte einfach eine Stäbchenprobe gemacht, ob er gar ist, und habe ihn dann etwa eine halbe Stunde bis Stunde bei Raumtemperatur abkühlen lassen. Hier immer auf so einem Abkühlgitter. Dann kann man auch direkt das Blech wegziehen und den Kuchen hier lösen. Die Backfolie könnt ihr dann drunter wegrollen. Und wer möchte, kann den Kuchen gerne noch stürzen. Und dann muss ich ihn jetzt erst einmal komplett abkühlen lassen, damit er schön kalt ist, und dann kann ich mich später um die Creme und um die Deko kümmern. Und ich decke den jetzt einfach dafür ab, damit er auch nicht austrocknet. Der Kuchen ist jetzt abgekühlt, jetzt geht's an die Creme, da möchte ich natürlich auch. Es soll ja ein Black Velvet Cake sein, also wird er innen und außen und überall schwarz. Dafür brauche ich nochmal einige Oreos, 200 Gramm weiche Butter, 200 Gramm Puderzucker und 200 Gramm Frischkäse. Jetzt werde ich zuerst Folgendes tun. Ich gebe die Butter mit dem Puderzucker in die Rührschüssel, lasse es schön cremig rühren und kann die Zwischenzeit nutzen und die Oreos wieder von der Creme befreien. Die weiße Creme kommt hier dann wieder mit rein und die Kekse werden wieder fein zermahlen. Das gibt dann eine schöne, matte Kuchenoberfläche. Kommt hier der Frischkäse dazu, dann ein bisschen schwarze Farbpaste. Ich muss sagen, wenn es jetzt kein Black Velvet Kuchen wäre, hätte ich ihn wahrscheinlich innen jetzt weiß gelassen. So eine Art Oreo Kuchen könnt ihr gerne machen, um auch so ein bisschen einen Kontrast zu haben, wie hier. So wird er normalerweise aussehen. Aber wir wollen den jetzt wirklich schwarz, denn die Maschine ist halt eine Black Beauty. So sieht die Buttercreme jetzt aus. Die ist nicht ganz tiefschwarz, deswegen werde ich jetzt hier noch etwas flüssige Schokolade einrühren, damit sie ein bisschen dunkler wird. Und ich habe jetzt hier auch schon die Kekse zerkleinert. Wenn ihr diese auch tiefschwarz haben wollt, könnt ihr noch Lebensmittelfarbpulver dazugeben. Ansonsten könnt ihr es aber auch so lassen, denn Oreos werden ja schon mit einem richtig dunklen Kakao gebacken. Aber Black Velvet machen wir doch so ein bisschen schwarz. Den Kuchen schneide ich jetzt einmal durch.
Und da kommt jetzt die Creme rein. Wenn ihr wollt, könnt ihr den auch gerne noch tränken. Ich mache das jetzt auch mit einem Kaffee. Ihr könnt aber auch ein Likör zum Beispiel verwenden. Es sieht ein bisschen falsch aus, muss ich sagen. So ein schwarzer Kuchen mit einer schwarzen Creme. Ja, aber es wird bestimmt lecker. So wie der Black Burger, den fand ich auch so ein bisschen, naja, muss man mögen. Jetzt kommt eine dünne Schicht drauf, um die ganzen Krümel zu binden. Dann kommt der Kuchen in den Kühlschrank und ich streiche ihn dann mit der restlichen Creme glatt. Und dann ist er im Prinzip fertig. Der Black Velvet. Gut, können wir starten? Nee, warte kurz. Murat, şimdi ayakkabılarını giyecek. Boyu biraz uzasın diye. Marifet ayakkabıda değil, boyda değil. Marifet elde ve kafadadır. Ama söyle bakayım, o onda mı bende ya, mi? Ya, okay. So. Sana Allah boy vermiş. O da ayrı bir güzellik. So. Schön mal von Papa auf Türkisch gedisst, es ist in Ordnung schon. Also Papa und ich, wir kommen gerade aus der Garage. Wir haben gerade die Fahrräder repariert. Ja. Stimmt gar nicht. Papa hat sie repariert. Papa macht alles kaputt. Papa hat es repariert. Schon mal mit deinem Vater zusammen gearbeitet? Mhm. Ja. Weißt du, wie der ist? Ja. Der weiß alles besser. Natürlich, ja. Papa weiß alles. Also, schwarze Kernwurst, schwarzer Kuchen. Ich glaube, jeder denkt, der Kuchen wäre verbrannt. Der sieht verbrannt aus, Papa. Der ist verbrannt. Ya, yanmış gibi görünüyor. Baba, bunun özelliği ne biliyor musun, bu makinenin özelliği? Bu bir dünya markası. Bunlar tek bizim için. Tek bizim için siyah yaptılar. Dünyada siyah makine tek bizde var. Maşallah. Ich habe Papa jetzt auf Türkisch erklärt, genau. Ja, sehr gut. Ben de siyah pasta ilk defa görüyorum. Ya? Ama hatırlıyor musun, bizim düğünümüzde vardı. Beyaz, siyah, beyaz. Ha, o başka ama bu tam siyah. Aha, bu tam siyah. Genau. Siyah pastayı yiyenlerin hepsinin dişi siyah olmuştu. Siyah olmuştu. Ist das jetzt auch der Fall? Weiß ich nicht. Okay. Ich tue es mal ganz kurz halbieren. Also wir hatten das wirklich, Selya hat gerade auf Türkisch erklärt, wir hatten eine türkische, auf unserer Hochzeit, hatten wir auch eine schwarze Torte. Richtig? Ja. Genau. Und mein Opa damals hat die schwarze Torte gegessen, der hat ganz schwarze Zähne. Genau, dann haben alle plötzlich gegessen schwarze Zähne, ja? Der nächste ist dann. Papa, wenn es nicht gut schmeckt, dann kannst du deiner Tochter schon sagen, hat nicht geschmeckt, gell? Ja. Ehrlich sein, ja? Du kleiner Gauner. Ja. Papa, kleiner Gauner. Ja, 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 nicht lügen. Aber ehrlich, Papa. Was passiert hier gerade? Wie schmeckt's? Mhm. Ist so Black Velvet, also Red Velvet und Sachertorte. Klasse 1.
Ja? Klasse 1, ja. Klasse 1. War nichts anders zu erwarten bei seiner Tochter. Man sucht sich ja den Mann... Gerçekten den Job selber. Man sucht sich ja seinen eigenen Mann aus wie eigentlich der eigene Vater, meistens der Vater. Ja, und ich wollte eigentlich immer einen großen Mann. Papa, dein Schwiegersohn größer als du. Ja? Schwiegersohn hat hohe Schuhe. Hat er nicht. Annen de beni karşıdan baktığı zaman uzun görüyormuş. Yanıma geldiği zaman kısa görüyormuş. Ja. O zaman sahipsi ya. Papa erzählt gerade, dass meine Mama gesagt hat, als sie ihn kennengelernt hat, von weitem sah er richtig groß und schlank aus. Und als sie dann ran ist, hat sie gemerkt, wie klein er war. Mich oder dich? Bist du der Höhle? Dich, gell? Du, nee, ja, ihn. Ja, und so war es bei uns ja auch. Aha. Du hattest nämlich bei unserem ersten Treffen, da hattest du auch diese Air Max an. Ja, stimmt, ja. Und stand hinten an der Theke. Ja. Und ich stand davon dort, ach, schöner großer Mann, ja. Naja, jedenfalls wollte ich mit diesem Video einfach nur verkünden, dass es ab sofort die Kenwood Cooking Chef in Schwarz gibt. Ja. Und das Ganze wirklich nur bei uns, ganz exklusiv. Und daher der Black Velvet Kuchen. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept und das Video. Lasst gerne einen Kommentar dafür da, ob ihr den Kuchen in Schwarz schön und gut findet oder ob ihr auch so Team Sally seid. Ich kann halt keinen schwarzen Kuchen essen und keinen schwarzen Teig. Das geht echt zum Beispiel auch. Du hast schon mal, kannst du dich noch erinnern, du hast schon mal schwarze Nudeln gemacht. Ja, und schwarze Burger. Und schwarze Burger und schwarze Nudeln essen, das geht gar nicht. Ja, also so meine Psyche sagt einfach, es gehört nicht schwarz. Genau, und auch bei Ketchup hat es auch mal eine Zeit lang in Grün gegeben. Stimmt, das wollte keiner. Von Heinz, und dann wollte es keiner kaufen, weil es einfach grün war. Also ich würde den Kuchen nochmal backen, auf jeden Fall, aber ohne schwarze Farbe. Denn ich finde auch, dass die Oreos schon dunkel genug sind und den Geschmack sowieso gut an die Torte weitergeben. Ja? Gut, Papa. Also, viel Spaß beim Nachbacken. Sehr gut, Ah, darf ich noch was Negatives sagen? Ja. Ich fand den Kuchen fast schon zu süß. Echt? Ja. Oh, wahrscheinlich durch die Oreos. Mhm. Ich fand den echt ein bisschen zu süß, muss ich ehrlich sagen. Choktatlo? Ja. Choktatlo olmuş mu? Jo, jo, iyi. Ja. Başkalarını bilmiyorum, aber benim çok hoşuma gitti. Okay. Gerçek söylüyorum yani. Auch auf Deutsch, ihm haut die Cookie Dent raus. Ja. Papa, guter Mann. Er hat gesagt, ihm schmeckt sehr gut. Ja. Wir haben auch Untertitel. Ja. Ach so, okay. Könnt ihr auch lesen. Tschüss. So. Macht's gut. Tschüss. Ja. Ja, annehmen das sehr was.